Also ich habe schon mal eine Anbindung an die nicht vorhandene Straße. An die Straße. Ist wichtig. Ja. Mal, Dave, du musst einen Balkon bauen, dass wir das hier oben verbinden können, so notfallmäßig. Da machen wir diese schwebenden Feuerblöcke und da kann man rüberhüpfen auf die andere Seite immer. Was habe ich denn hier alles? Schwarz, Eiche, Fichtenholz? Ich brauche Steine. Und ich brauche eine neue. Warte mal, aus Fichte kann ich doch auch Türen bauen, oder? Klar, du kannst aus jedem Holz alles bauen. Ja. Prima, ich brauche nämlich 4 Türen. 4? Oh, ja. 2 für meinen Eingang. Ich mache immer doppelte Türen und. Die Dekadenz. Und ja. Dann brauche ich noch welche für meine Verbindung zum Stallbereich. Na dann. Der Stall. Gib mal die Tür her. Hat die Katja deine Tür abgebaut? Nein, denn der hat sie abgebaut, aber ich stand gerade noch dran. Das war keine Absicht. Ja, ja. Ja, ja. Oh, damals. Papada, papapapada, da 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 da. Oh Mist. Hä? Hier knurrt was. Super, ich habe mir die Spitzhacke am Zombie kaputt gehauen. Ja, besser als andersrum. Boah, ich habe Türen. Scheiße, wo sind die reingekommen? Ach ja, ich habe ja nur halb hohe Wände, wo die Fenster reinkommen. Kohle. Yay. Wie blöd das aussieht. Steht eine freie Tür, der Querbalken ist noch nicht fertig und da, wo die Fenster hinkommen, sind Löcher. Das ist prima. Prima. Was für ein Klima. Zombie. Hallo, Day. Ach, man merkt gar nicht, dass du dir so ein bisschen in die Hose machst vor. Das ist aber cool hier mit dem Fenster. Es gefällt mir. Haha. Aber ich denke, ich werde davor noch das Haus weg, also hier vorne auf den Stein wegkloppen. Hm. Ach, willst du gerade das Haus wegkloppen, oder was? Nein. Ja. Ladida. Keine Spitzhacke mehr. Wo haben wir nochmal gesehen, auf welcher Höhe man ist? F3. 3, ah. Was? Den F-Tasten muss man bei uns immer vorsichtig sein, nicht, dass wir auf einmal irgendwie die Aufnahme abbrechen oder so. Alter, sind wir hier hoch. Sag ich doch. 66 bin ich hier noch. Zwangsläufig sind wir hier hoch. Hast du mal auf den Berg geguckt? Da liegt Schnee. Hinter uns. Das heißt hier gar nichts in Minecraft. Ist immer noch kein Tag. Nee, das dauert auch noch. Der Mond steht noch ganz hoch. Oh. Verdammt, wie baue ich nochmal? Fichtenholz. So, jetzt baue ich mir erstmal eine Workbench, meine eigene. Ich habe zwar noch keinen Platz im Haus, aber egal. Kein Platz im Haus, auch gut. Ja, ich habe ja noch keinen Boden. Kein Boden. Ha.
Jetzt finde ich aber langsam genügend Kohle hier. Ja, hast du? Ja. So, jetzt brennt hier mein Glas vor sich hin. Habt ihr schon überall Sand gefunden oder was? Ich brauch schon Glas. Ich muss mir hier Glas suchen, weil sonst kann ich das vergessen, mein Haus sicher zu machen. Ich habe auch noch offene Fenster. Nein, tu doch nicht. Doch keine offenen Fenster. Klar, aber ich habe die ein bisschen höher gemacht, damit man nicht direkt reinhüpfen kann. So, da kann man schon mal nicht mehr rein. Wenigstens rechts neben der Tür. Noch eins. So, jetzt gehe ich auch mal wieder raus hier. Ich brauche Eichenholz. Was machen denn unsere Eichen? Oh, da hinten steht eine. Cool, die holze ich mal gerade ab. Och, Fabi. Hallo, wie hab ich hier hingesetzt? Hast du gerade? Oh! Siehst du, die Strafe folgt auf den Fuß. Jetzt hab ich ein Skelett am Hintern. Hm. So, ich baue mir schon mal meinen Keller. Oh, mein Haus ist jetzt schon bald fertig. So, eine Truhe. Oh nee, die sieht da scheiße aus. Ich stelle die erstmal da in die Ecke. Oh, es wird endlich Tag. Ja? Ja. Die Zombies brutzeln schon. So, und jetzt kommen sie bei mir auch nicht mehr so einfach ins Haus, weil jetzt sind nämlich überall die einfachen Mauern zu. Phew! Das macht das Ganze schon mal bedeutend angenehmer. Mein Eingang zum Untergrund ist jetzt auch schon mal den Grundstein gelegt. Ich brauche mehr Kohle. Ein Grund, um in die Erde zu gehen. Darf ich dann bei dir schnorren, Bay? Wie jetzt? Kannst du selber unter die Erde gehen? Ich mag das nicht. So. Dann musst du es auch mal lernen. Sieht das gut aus, Fabi, oder ist das scheiße? Soll ich hier oben lieber Stein reinmachen? Wenn es dir so gefällt, lass doch. Obwohl, warum nicht? Ich brauche auf jeden Fall auch Lehm. Ah, das ist Lehm. Und hier im Wasser drin, oder was? Bitte? Bei uns hier im Wasser drin. Hm. Ich mag weißen Lehm so gerne. Gebrannter weißer Lehm. Also wenn jemand Knochenmehl hat, nehme ich gerne. Knochenmehl überhaupt nicht. Boah, ich wäre fast ertrunken. Ich brauche mal wieder was zu essen. Noch irgendwas zu essen. Hier braucht man nicht nochmal ein Feuerzeug. Warum willst du jetzt schon ein Feuerzeug? Feuerstein und. Feuerstein plus irgendwas anderes, ich weiß aber nicht mehr genau.
Es wird, glaube ich, so auf jeden Fall ein sehr schön helles Haus bei mir. Okay. Meins ist auch relativ hell dafür, dass dafür, dass es nur aus Holz besteht. Du meinst aus Stein? Oder Stein, ja. Hier stehen doch auch fast alle Häuser aus Stein. Meins besteht auch aus. Oh, hat noch jemand ein Hirn oder Zombiefleisch oder sowas? Ich brauche nur ein einziges dämliches Teil noch, um mal wieder recken zu können. Hast du gerade meine Tür aufgemacht, Kali? Nee. Ich habe meine Tür aufgemacht. So. Oh, Essen. Kohle. Erd und Holz. Hier würde ich einen schönen Vorgarten reinmachen, der hier links und rechts so Gras unten rein. Das hier wieder eine Steinmauer im Eingang, das davor. Ach, ein Garten. Erstmal Essen sammeln. Ja. Verdammt. Ein bisschen die Gegend erkunden. Ich habe keinen Sand mehr. Hier ist ja überall Wasser. Da ist aber kein Sand mehr. Oh, hier ist auch ein Höhleneingang. Geil. Erstmal in eine Höhle gehen. Oha. Gefährlich. Boah, das Eisen. Warum ist hier unten an dem Scheißwasser kein blöder Sand? Weil du es beleidigst. Da hast du keine Lust. Ah, Sand. Ich brauche auch mal eine Schaufel. Schweine. Zwei Steine lasse ich dir mal leben. Da ist eine Kuh. Die heißt Paula. Wenn du Kohle brauchst, kann die hier die nach Schokolade schmecken. Kohle. Nein. Also hier hinten siehst du mich auf der Karte. Auf der Karte? Da gibt's ja gar nicht. Aber wenn du von deinem Haus da das Gestüt quasi lang gehen würdest, zu dem Felsen hier, hier ist alles voller Kohle. Okay. Ich hab auch noch genügend Kohle im Haus. Echt, aber hier ist echt massig. Ja. Aber kein Fleisch. Oder wenig. Ich habe leider nur noch 11 Kohle übrig. Dann sollte ich dich mal gerade besuchen kommen da hinten. 11 Kohle geht doch noch. Das Abbauen von Sand hört sich immer so fapp an. Kennst du, ne? Kennst du. Oh, hier. Hier hinten beim Lavagrotter ist echt jede Menge Zeug auch noch.
Wir müssen uns bald mal, denke ich mal, eine Hühnchenfarm erstmal anlegen. Hühnchen kann man, finde ich, am schnell, also am besten, effektivsten am Anfang machen. Ja. Schon ein paar Eier und so. Eier habe ich auch schon welche. Die habe ich vorhin mal gefunden, als ich an ein paar Hühnern vorbeigelaufen bin. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass von Fabi irgendein doofer Spruch kommt. Ich hatte es eigentlich auch schon gedacht. Deswegen dachte ich, scheiße, was hat jetzt wieder gesagt? Ach, ich kann ja nicht permanent sowas bringen. Das nimmt dem Ganzen die Würze. Ach hoch, ich habe den Ofen kaputt gehauen. Ich dachte, den kann ich abbauen. Kannst du auch. Ja, aber der ist weg. Dann hast du wahrscheinlich mit dem falschen Werkzeug abgebaut. Es gibt ein Ofenwerkzeug. Hast du es in der Spitzhacke abgebaut oder anders? Anders. Ja. Wie baut man einen Ofen? Vier Holzeimer rundherum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ofen. Warum habe ich Fichtenholz? Da habe ich nicht eben Eiche abgebaut? Eiche? Ah, ich brauche ganz viel Eichenholz. Ah, hier hinten wachsen die Eichen langsam. Und das ist wieder eine Scheißfichte. Das ist auch eine Fichte, da hinten steht eine Eiche. Ich bin schon Level 9, nur Vampire töten. Yay. So, ich brauche aber auch mal ein bisschen Holz wieder. Ein Wüstenbiom wäre natürlich auch krass in der Nähe. Oh ja. Habt ihr so großen Glaskonsum? Nö, aber ich finde Wüstenbiom cool. Es ist grundsätzlich nie falsch, viel Sand in der Nähe zu haben. Mehr ist immer besser. Ja. Mehr Sand oder mehr? Ja. Mehr alles. Mehr, mehr. Mehr, mehr. Mehr, mehr ist doof. Also in dem Spiel hier zumindest. Außerdem brauchst du Sand, um TNT zu bauen. Was willst du mit TNT? Oh, da vorne ist der Day. Der Day hat gerade Pferde. Was? Na, schau. Nee, eine Kuh war das. Kuh, Pferd, alles das Erde. Nein, lass mir echt die Pferde. So, wenn ich später auch eins kriege. Mit Diamantsattel. Wenn wir einen Diamantsattel finden, kannst du gerne einen Diamantsattel haben, ja? Nein, es ist so dunkel. Rettet euch, wer kann. Rettet euch weg. Da muss Stein hin. Es wird hier immer so stockfinster von einer auf die andere Sekunde. Ja, ne? Das ist so heftig. Die Nacht fängt an und ich schaff's quasi nicht, 5 Meter nach links zu laufen. Nacht, batzdunkel. Ja. Wie in echt halt. Ich glaube, ich brauch gar keine zweite Etage. Ich brauche erstmal eine Mine. So, jetzt mache ich mal mit dem Holz. Aus Sticks macht man einen Zaun, ne? Ja. 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 Guckst du jetzt erstmal Tierchen? Nö, aber ich wollte mal so ein bisschen Geländer bauen. Fabi, ich habe mal da unter deinem Haus vier. Was? Ich habe da vier Felder angelegt. Vier Felder was? Ja, Weizen.
Warum tust du mir das an? Weil das gut ist, wenn wir wiederkehrende Nahrungsquellen direkt vor der Nase haben. Aber nicht bei meinem Haus. Ich hab's nur gemacht, weil wir noch keinen Eimer haben.